In der Ausstellung wird ein großer Bogen gespannt aufgrund eines Konzeptes meines Amtsvorgängers Rudi Hanhardt, nämlich 300 Jahre Bauernkunst von 1600 bis 1900, also der große Überblick mit den wichtigsten Objekten der wichtigsten Maler. Man sieht eine große Auswahl von Werken. Es beginnt mit berühmten Schränken aus dem 18. Jahrhundert. Es beginnt mit Hausorgeln, es beginnt mit Schlitten und großen Betten, führt dann über die Schrankmalerei zum 19. Jahrhundert zur bekannten Zentrumsmalerei, also den Tafelnbildern, die dann autonom ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Bauernstube hängen. Hinter mir steht ein Schrank eines bisher nicht mit Namen bekannten Malers, das sehr schön zeigt, wie diese bäuerliche Welt auf der einen Seite und die städtische Tradition dann im 19. Jahrhundert ganz ineinander fließen und das eine ganz stark auf das andere reagiert. Und mit Bartholomäus Lemmler haben wir quasi im Kunstmuseum die Mona Lisa, Anführungsschlusszeichen, der Bauernkunst, also quasi das wichtigste Bild, das zentrale Bild, das eben eine Schlüsselstellung in der Entwicklung einnimmt. Also es gibt ein großes Interesse einer breiten Bevölkerungsschicht, es gibt ein spezifisches Interesse von wichtigen Sammlerinnen und Sammlern und es gibt ein relativ kleines Interesse der Fachwelt, die dieses Gebiet, und das hat mein Vorgänger immer beklagt, wenig als Kunst betrachtet hat, sondern immer als eine Art Soziologie, als eine Art Volkskunde. Und in dieser Ausstellung in einem Kunstmuseum geht es darum, diese Werke als Kunst ernst zu nehmen und die bedeutendsten dieser Exponenten eben mit diesem Maßstab zu messen.